Hallo YouTube und herzlich willkommen zu diesem neuen Unboxing. Diesmal habe ich wieder eine neue Serie und zwar Magic Hydro Kit The Phantom Thief. Ich merke gerade, ich habe Musik im Hintergrund laufen, die mache ich mal fix aus. Jetzt geht's schon weiter. Ja, das Ganze packen wir natürlich wie gewohnt erstmal aus der Folie aus. Beziehungsweise wir rupfen es aus der Folie raus, sofern es möglich ist. Und es ist nicht angeklebt. Toll, dass das endlich mal erhört wurde. Ich hoffe, dass es mit Absicht ist und nicht, dass einfach nur der Kleber vergessen wurde. Ja, so sieht es von vorne aus. Das hier ist die Seite ohne Seriennummer. Da steht noch was von unten mit Kasewerbung. Hier oben steht nochmal der Titel Magic Hydro Kit The Phantom Thief. Dann haben wir hier den Rückzettel, welcher sich mit dem ersten Volume gleicht. Gucken wir uns mal an. 75 Minuten, das heißt 3 Folgen, steht auch hier. Episode 1 bis 3. Und hier haben wir noch die Schuberrückseite. Und dann ist hier noch so Pappe drin. Da ist aber nichts weiter drin. Das heißt, wir haben hier das erste Volume, was schon zuletzt offen ist. Das sieht natürlich auch nochmal von hinten genauso aus wie der Zettel. Und hier haben wir zerknickte Review-Werbung. Preview-Werbung, ja, sowas. Hier haben wir das erste Volume, den Zettel mit Untertitel-Kärtchen und Newsletter-Werbung. Und das Ganze kommt natürlich auch noch mit einem Wendecover. Ja, so viel zum ersten Volume. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Nochmal die Info, auf meinem anderen Kanal ist noch ein Interview mit dem Sebastian Horn von Peppermint Anime, das könnt ihr euch noch anschauen. Da würde ich auch gerne mal wissen, was ihr davon haltet, was könnte ich noch besser machen. Ich muss noch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich ein bisschen unter Schlafmangel gelitten, aber ja, ich selbst bin nicht so hundertprozentig damit zufrieden, aber ich möchte ja gerne mal wissen, was ihr dazu sagt. Ansonsten bis zum nächsten Mal.